Es ist jedes Jahr das Gleiche. Plötzlich ist es einen Tag vor dem Heiligen Abend und in den Innenstädten herrscht Gewusel. So auch in Zwickau. Bei frühlingshaften Temperaturen waren wir mit unserer Kamera vor Ort und haben einmal nachgefragt, was die Menschen ein paar Stunden vor dem Fest beschäftigt. Sie sind heute hier mit Ihrer Tochter unterwegs. Sie scheinen mir so ein bisschen entspannt. Was treibt Sie gerade um? Was beschäftigt Sie vor dem Fest? Eigentlich nur die Freude auf die Familie. Einfach mal zusammen sein und einfach mal den ganzen Alltagsquatsch vergessen. Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Mit den Schwiegereltern, mit den Kindern und mit dem Weihnachtsmann hoffentlich. Der Weihnachtsmann kommt. Hast du gefolgt? Und hast du ein Gedicht oder ein Lied gelernt? Singst du uns das vor? Na, dann sing mal. Kling, 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 kling. Also wenn das dem Weihnachtsmann nicht gefällt, dann schöne Weihnachten. Vielen Dank, ebenso. Die Uhr hat 11 geschlagen heute am letzten Tag des Weihnachtsmarktes. Morgen ist Weihnachten. Sie als Händler, was treibt Sie gerade um? Waren Sie zufrieden mit der zurückliegenden Zeit hier auf dem Weihnachtsmarkt? Also wir haben es eigentlich schlimmer gedacht. Ja, weil die Leute müssen ja sehen, wo sie ihr Geld jetzt runterkriegen. War aber auch wieder so 2 Jahre Abstinenz. Ne? Aber man ist zufrieden. Die Leute waren auch sehr freundlich gewesen. Es gab schon andere Jahre, aber dieses Jahr war es eigentlich fürs erste Mal wieder perfekt. War eigentlich bloß ein bisschen lang. Fürs erste Mal gleich. Das war eben. Aber sonst kann man nicht schimpfen. Und Sie persönlich, schaffen Sie das morgen, dass die ganz rechtzeitig auf den Tisch kommt? Dafür habe ich meine gute Seele zu Hause, meine Frau. Die macht das heute alles fertig. Dann wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachten, alles Gute fürs nächste Jahr und dass wir uns hoffentlich 2023 an gleicher Stelle wiedersehen. Man hofft's ja. Dankeschön. Ihnen auch. Schönen guten Tag, wir wollen uns nicht vordrängeln, wir wollen Sie nur fragen. Bei Ihnen steht eine Riesenschlange, also das Geschäft ist gut gelaufen zu Weihnachten. Spitze, wir können zufrieden sein. Dann frohe Weihnachten. Danke. Ja, liebe Yvonne, wir haben dir versprochen, dass wir noch mal auf dem Weihnachtsmarkt vorbeikommen, aber auch wir hatten viel zu tun in der letzten Zeit. Morgen ist Weihnachten. Kurze Rückschau, wie war der Weihnachtsmarkt für dich und kriegst du morgen die Gans auf den Teller? Also Gans gibt's bei mir leider nicht. Ich gebe Tafelspitz, den habe ich geholt, weil ich esse das lieber. Gans nicht so, weil die essen das nicht bei mir in der Familie. Aber ich denke mal schon, dass ich, sage mal, um 14 Uhr hier alles in Sack und Tüten habe und dass wir dann daheim dann uns auch an einen Kaffee durchsetzen können. Aber zuvor erstmal die Prognose, es war kein schlechter Weihnachtsmarkt, aber man merkt schon, dass die Leute auch das Geld ein bisschen zurückhalten, weil die Preise sind ja auch gestiegen für Lebensmittel und überall und man merkt es schon auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann so die ersten 2 Wochen waren super. Dann kam natürlich die sibirische Kälte, wo wir alle hier fast festgefroren sind und Gott sei Dank ist die vorbeigegangen. Und jetzt die letzten paar Tage waren sehr gut, waren sehr viele Besucher auch da. Gestern Abend stand auch schon Schlange bis Ultimo. Also ich sag mal so, also der Weihnachtsmarkt ist schon gut angenommen worden, muss ich schon sagen. Und nach 2 Jahren Pause, den Leuten hat es gefehlt. Also die haben gesagt, wir sind froh, dass wir wieder einen Zwickauer Weihnachtsmarkt haben und dass wieder normal gegessen, getrunken, ohne irgendwelche Regeln, da freut sich natürlich jeder darüber. Ne? Wir wünschen dir, deiner Familie, alles Liebe, alles Gute. Fahrt euch ein bisschen runter und ich hoffe, wir sehen uns bald bei der nächsten Veranstaltung 2023 wieder. Auf jeden Fall. Ich wünsche allen Zwickauern und Besuchern, die auf dem Weihnachtsmarkt, eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das wünsche ich dir auch. Stark vertreten auf dem Weihnachtsmarkt natürlich VBS, genau. Die Firma von Ralf und Marcel Schwarz. Es ist ein Tag vor Weihnachten. Was treibt euch jetzt gerade um? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es geht heute den Schluss über. Es ist Weihnachten. Die Leute sind nochmal den letzten Tag freundlich. Und wir haben alle Spaß nochmal den letzten Tag. Ne? Morgen dann endlich in die Position zum Ruhe und Ausschalten. Was heißt das privat für Sie? Oh, ich gehe zur Familie. Ne? Die nächsten 3 Tage werden nochmal schön anstrengend. Überall Familienbesuch abstarten. Ne? Und irgendwann ist dann aber auch frei. Und bei Ihnen? Ja, viele Weihnachtsgeschenke einpacken und dann
halt mit der Familie Weihnachten feiern und dann mache ich zur Freundin nach Borna. Und da wird auch nochmal schön Weihnachten gefeiert. Dann wünschen wir euch schöne Weihnachten und wir sehen uns. Danke. Stimmt. Danke. Tschüssi. Ja, Weihnachten kommt immer so überraschend, aber ich glaube, Sie gehen das Ganze ein bisschen entspannt an, sind heute auf den Weihnachtsmarkt gekommen. Genau, im letzten Tag, heute den Abschluss, nochmal eine Runde machen und nochmal was genießen. Schmeckt sehr lecker. Ja. Was treibt Sie sonst um in dieser Zeit? Das war ja kein einfaches Jahr für uns Menschen. Ja, was will man machen, ne? Es ist schlimm, schlimm. Man wünscht sich alles schön, alles gut. Aber ja, wir kleinen Menschen, wenn die Großen das nicht in den Griff kriegen, schlimm. Bleiben wir trotzdem positiv, Rücken zusammen. Ich glaube, das ist der Grund. Natürlich, natürlich. Familie, alles. Dann wünschen wir Ihnen schöne Weihnachten im Kreise der Familie. Vielen Dank und Ihnen auch. Dankeschön. Silke, wir haben es dir versprochen, dass wir am letzten Tag noch mal vorbeikommen. Morgen ist Weihnachten. Ich glaube, du bist noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Halt mal eine kurze Rückschau zum Weihnachtsmarkt. Sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. 5 Wochen war eine harte Zeit. Es hat Spaß gemacht. Wirklich der überwiegende Teil ganz liebe Kunden. Da bedanken wir uns auch ganz lieb, wünschen allen gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, und morgen geht für mich dann Weihnachten los. Hoffe ich, dass ich mit meinem Mann zu Hause alleine mit den Kindern und Enkelkindern schön Weihnachten feiern kann und auch mal runterkommen. Ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir bedanken uns bei allen und wünschen euch allen, wie gesagt, gesegnete Weihnachten. Das wünschen wir dir auch. Wir fahren uns runter und sehen uns spätestens nächstes Jahr zum Frühlingsvolksfest. Genau, da sehen wir uns gesund und munter wieder. Ich freue mich auf euch. Danke.